Mama, was machst du denn hier? Ich habe mir Sorgen gemacht. Du, ich wollte nicht, dass du so erfährst. Dass ich was so erfahre? Frau Baumann, Sie wissen nicht, warum die Presse hier war? Ich muss aus irgendeiner Klatschzeitschrift erfahren, dass sie beide zusammen sind. Die gleiche Zeitschrift, die behauptet, dass meine Tochter eine Prostituierte ist. Du warst am Telefon so seltsam, also habe ich bei dir zu Hause angerufen. Aber dein Telefon ist abgemeldet. Dein Handy war ausgeschaltet und in der Arbeit haben sie mir gesagt, dass du jetzt hier auf diesem Schloss lebst. Frau Baumann, es ist richtig. Eva hat mir einen großen Wunsch erfüllt und ist auf meinen Familiensitz gezogen. Aber das sind doch gute Nachrichten. Ja, das will ich meinen. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du mir das verheimlichst. Und was wollten denn diese Zeitungsleute von dir? Du hast doch gesagt, dass an den Gerüchten nichts dran ist, also alles Lüge. Du, dazu muss ich dir was erklären. Ach. Behaupten die immer noch, dass meine Tochter eine Prostituierte ist? Sie haben noch so gute Kontakte. Können Sie denn nichts dagegen tun? Oder dürfen diese Menschen meine Tochter einfach so in den Dreck ziehen? Das ist doch alles nur erfunden, oder? Wollen wir vielleicht in den Salon gehen? Das ist ein bisschen privater. Ich lass mich nicht länger durch die Gegend schieben, solange ich nicht weiß, was Sache ist. Du, Mama, als die Presse eben hier war, da habe ich ein Statement abgegeben. Es stimmt. Ich habe für einen Escort-Service gearbeitet. Aber, Mama, ich kann dir alles erklären. Jetzt hör mir doch mal zu. Bitte, jetzt rede mit mir, Mama. Frau Baumann, erlauben Sie bitte, dass ich Sie zur Klinik zurückfahre. Hören Sie, es ist Ihnen vielleicht nicht bewusst, aber vor dem Schloss lungern nach wie vor diese Paparazzi rum. Wenn Sie jetzt da rausgehen, stürzen die sich auf Sie. Bitte lassen Sie mich dafür sorgen, dass Sie unbehelligt ankommen. Ich hol den Wagen. Baumann hat eine private Pressekonferenz abgehalten. Was? Ist die verrückt geworden? Ich habe deine Mutter in der Klinik abgesetzt. Hast du noch was gesagt? Kein Wort. Sie hat mich nicht mal angesehen auf der ganzen Fahrt. Eva, du musst es ihr erklären. Du hast es für sie getan. Irgendwann wird sie das verstehen. Irgendwann? Das halte ich nicht aus. Gib ihr Zeit. Ich kann schon nachvollziehen, was in ihr vorgeht. Ich habe selbst eine Tochter. Ich muss das klären. Jetzt. Bist du dir sicher? Ja. Ansgar? Bist du dir sicher, dass du das alles mit mir durchstehen willst? Hey. Ich war mir noch nie so sicher in meinem Leben, okay? Mama? Ich gehe nicht, bevor ich dir nicht alles erklären konnte. Nach dem Unfall und Papas Tod, da warst du das Einzige, was ich noch hatte. Ich hatte eine Wahnsinnsangst, dich auch zu verlieren. Als dann die Leukämie kam, da war ich so wütend. Warum schon wieder du? Ich hätte die Krankheit abgenommen, wenn ich gekonnt hätte. Aber das konnte ich nicht. Aber ich konnte was anderes tun. Ich konnte dir die beste Behandlung und Pflege, die du verdient hast, geben. Das fällt mir auch nicht leicht, aber
Du hast mit fremden Männern geschlafen? Ja, hab ich. Und mit diesem Geld hast du das hier bezahlt, meine Pflege? Ja. Das hättest du nicht tun dürfen. Mama, ich hätte alles dafür gegeben, dir das nicht sagen zu müssen. Ich weiß gar nicht mehr, wer du bist. Ich weiß, dass es für dich ein Job ist. Aber ich hätte alles für dich getan. Also wirf mir das jetzt nicht vor. Du hättest es mir sagen müssen. Wir hätten eine Lösung gefunden. Welche denn? Du lebst. Und das nur, weil du eine gute Pflege und Behandlung bekommen hast. Das ist das größte Geschenk für mich. Du warst immer das größte Geschenk für mich. Aber jetzt bist du... Du hast dich selbst kaputt gemacht. Für mich. Das habe ich nicht gewollt. Geh jetzt, bitte. Mama. Was soll das? Was wollen Sie? Frau Baumann, was sagen Sie im Geständnis Ihrer Tochter? Hau sie ab! Die eigene Tochter eine Hure, das muss ein ganz schöner Schock für Sie sein. Sie. Ach, Pressefreiheit. Sie haben doch eine Pfleger bestochen, um hier reinzukommen, von wegen Pressefreiheit. Wenn Sie auch nur eins von diesen Scheißbildern abdrucken, dann verklage ich Sie. Das schwöre ich Ihnen. Verschwinden Sie sofort! Du kannst nicht hier bleiben. Ich nehme dich mit nach Königsbrunn. Frau Baumann, herzlich willkommen auf Königsbrunn. Selbstverständlich können Sie bleiben, solange Sie wollen. Ich werde eine Gästesuite für Frau Baumann herrichten lassen. Danke, Justus. Ach, Graf, auf ein Wort. Die Paparazzi am Eingangstor bin ich immer noch nicht losgeworden. Sie bestehen auf ihr Recht, auf öffentlichen Wegen verweilen zu dürfen. Kümmern Sie sich nicht weiter darum. Das gibt denen nur neues Futter. Selbstverständlich. Um das Gepäck wird sich jemand kümmern. Ach, Justus. Und wenn Sie das bitte in der Küche abgeben könnten. Das ist der Ernährungsplan für meine Mutter. Es wäre doch ganz schön, wenn Frau Linse darauf achten könnte. Sehr aufmerksam. Danke. Gut, ich lasse euch beide erstmal allein. Mama, hier gibt's auch einen Fahrstuhl. Der ist eigentlich für die Bediensteten, aber damit kommst du in jedes Stockwerk. Und in deinem Zimmer gibt's eine Klingel. Also, wenn du irgendwas brauchst, dann kann dir jederzeit jemand helfen, ja? Ich kann das allein. Und du solltest dich auch nicht an das hier gewöhnen. Was meinst du denn damit? Ach, Eva, hör doch wenigstens jetzt auf, mich anzulügen. Glaubst du, ich verstehe nicht, was hier los ist? Glaubst du, dass dich Ansgar von Lahnstein, dass er dich wirklich liebt? Doch, das glaube ich. Das weiß ich. Ich kann ja verstehen, dass du das glauben willst. Und ich bin ja auch froh, dass du das nicht mehr machen musst. Aber das hier ist doch auch keine Lösung, dich von einem reichen Mann aushalten zu lassen. Du glaubst, dass ich nur wegen des Geldes mit ihm zusammen bin? Er hat dich gekauft, wie ein schönes Spielzeug. Das zwischen uns hat nichts mit Geld zu tun, Mama. Aber er hat meinen Klinikaufenthalt bezahlt. Ja, das stimmt. Aber das hat er für mich getan, weil er mich liebt. Eva, mein Liebling, ich bitte dich, mach doch die Augen auf. Du bist wunderschön. Er hat das Geld. So ist das doch, oder? Ich will nicht mehr hier bleiben. Bitte ruf mir ein Taxi. Jetzt, Mama, jetzt bleib doch mal hier. Es ist doch schon spät. Frau Baumann, ich habe soeben erfahren, dass wir Sie als Gast auf Königsbrunn begrüßen dürfen. Ich wollte Sie willkommen heißen. Ich bin Elisabeth von Lahnstein. Das ist, ich bin... Ja, ich weiß. Sie sind Frau Baumanns Mutter. Ja, und nach den neuesten Pressemitteilungen zu urteilen, ist es wohl das Beste, wenn Sie ein paar Tage hier auf dem Schloss bleiben. Sie haben sicher eine Menge zu verarbeiten. Wissen Sie, das Schöne an diesen alten Mauern ist, dass sie niemanden hineinlassen, der nicht hineingehört. Meistens jedenfalls. Ja, und wenn Sie etwas brauchen, dann scheuen Sie sich nicht, danach zu fragen. Danke. Ich würde jetzt gern auf mein Zimmer. Gut, darf ich Sie bringen?
Ach, wenn Ihnen das keine Umstände macht. Nein, überhaupt nicht. Danke. Das tue ich nicht für Sie, das tue ich für Ihre Mutter. Und? Wie hat sie reagiert? Was glaubst du? Ist ja auch das Schlimmste, was eine Mutter über eine Tochter erfahren kann. Sie wird sich Vorwürfe machen, dass sie dir das nicht erspart hat. So furchtbar das ist, aber das ist eine verständliche Reaktion. Ich weiß. Und ich mache ihr auch keine Vorwürfe. Und dir solltest du auch keine machen. Irgendwann kommt deine Mutter drüber hinweg, hm? Was ist los? Nichts. Hey, ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Meine Mutter glaubt, dass du und ich, dass das nicht sein kann. Weil du bist reich und ich bin das, was ich bin. Eine Exnutte. Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Wir gehören zusammen. Und ich werde es mir nicht anders überlegen. Ich will dich, Eva, und ich will dich für immer. Ja, es ist nur so, als Mama das vorhin gesagt hat, da hat sie mich einfach verunsichert. Das ist doch klar, dass sie das so sieht. Sie fühlt sich für dich verantwortlich. Damit hören Mütter nie auf. Und heute hat sie eben erfahren, dass du dich für sie aufgeopfert hast. Mein armes, kleines Mädchen. Ich bin glücklich. Mit dir. Und ich werde dich einfach so sehr lieben, dass deine Mutter aufhört zu zweifeln. Mhm. Dass sie akzeptiert, dass du alles nur getan hast, um sie zu retten.